Wir sind 1926 und ich bin Adam Stray. Meine Heimat liegt in Kanada, in einer kleinen Stadt, die heißt Victoria. Das ist eine Inselstadt in der Nähe von Vancouver. Also ja, also das ist eine total schöne Stadt. Ich bin auch öfters mal hier, um meinen ehemaligen Spieler Nick Ledger zu besuchen. Also das ist jetzt nicht mein erstes Mal, dass ich überhaupt in Wiesbaden bin. Also ich finde die Stadt total schön und ich bin echt begeistert, hier zu wohnen zurzeit. Also das ist ein Verein, die viel Arbeit macht für die Spieler, ne? Die sehr gute Bedingungen haben in Britta Arena und auch wo wir immer trainieren. Eigentlich ist das auf Zweitliganiveau. Ne? Aber mein erster Eindruck ist alles bis jetzt ist positiv. Nein, das ist, wo wir immer trainieren, ist echt super. Ne? Ich habe jetzt, das kann man mit, also ich kann persönlich das mit meiner Zeit in Cottbus vergleichen. Damals in der zweiten Liga sind die Bedingungen genauso gut oder vielleicht auch nur besser. Also meine ich schon in Trainingplätze und alles drumherum. Also ist echt top. Ich fühle mich am wohlsten in der Innenverteidiger. Kann aber auch Außenverteidiger spielen, habe ich auch ab und zu mal gespielt, rechts oder links. Aber ich fühle mich am wohlsten in der Mitte. Mein bester Moment war, glaube ich, mein erstes Tor in Cottbus. Das war nach meinem zweiten Bundesligaspiel. Und das war mein erstes Heimspiel. Und habe ich mein erste Tor gemacht. Es war aber auch, ich habe meine erste Nationalmannschaft Spiel gemacht in Argentina, gegen Argentina, und es war auch vor 65.000, 70.000, also es war schon extrem cool. Ja, also ich mache auch Stabi-Programm oder man isst eine bestimmte Frühstück vorm Spiel, aber so, was ich vor jedem Spiel immer das Gleiche machen, habe ich eigentlich nicht. Ne? Also mir kommt es drauf an, wenn das Spiel angepfiffen wird, dass man bereit ist. Ne? Und ich mach mich keinen großen Gedanken, um immer dasselbe zu machen vor dem Spiel, sondern wann das Spiel erst läuft. Ja, das sind schon ein paar. Paar Vereine, wo man natürlich hinschaut. Also ich persönlich, ich mag immer Dortmund zu gucken, weil also ich glaube, der beste Innenverteidiger, wo ich immer als Vorbild nehmt, ist der Hummels, ne? Der Mats Hummels. Und ich schaue ihn sehr gerne an, wie er immer spielt. Aber ich, also einen Lieblingsverein in Deutschland habe ich also in der ersten Liga nicht. Ne? Aber man kann eigentlich jede Wochenende Top-Qualität Fußball sehen, wenn man in Bundesliga guckt. Also ich gucke auch ab und zu nach England. Das habe ich auch, als ich jung war, in Kanada groß gewachsen bin, haben die mehr oder weniger nur England-Spiele gezeigt. Und dadurch habe ich dann natürlich das Interesse an, wie manche Vereine da spielen. Zum Beispiel habe ich immer Liverpool geguckt, als ich jung war, oder auch Manchester United. Da ist am meisten, wo ich dann hingucke, auch Spanien oder so, aber so keine, also ich habe keinen echt einen Verein, wo ich am liebsten hingucke. Doch, also ich habe auch natürlich, also meine Heimat spielt Vancouver in dieser MLS, Major League Soccer Liga, und da gucke ich auch immer, ich habe auch viele Kumpels, die da spielen,
Und ja, also da gibt es schon ein paar kanadische Vereine, wo ich immer hinschaue. Das machen die eigentlich ganz gut darüber. Die haben jetzt in den letzten paar Jahren also richtig gut im Media-Bereich, ne? Die zeigen eigentlich alle Spiele live oder auch Highlights, ne? Das ist dann schwer, Mitte der Nacht hier in Deutschland das live zu gucken natürlich. Aber man kann das in den nächsten Tag auch gucken oder Highlights gucken. Das kann man, also, ja. Ja, also ich habe auch darüber schon gesprochen, dass also ich sehe in Deutschland gucke auch sehr gerne die, also für mich die beste Innenverteidiger in Deutschland ich kann auch mit Mats Hummels anfangen. Ich fand auch Dante einer der besten in der Welt, ne? Also halt in der Bundesliga. Aber da gibt es so viele gute Innenverteidiger in dieser Land, es ist einfach toll zu gucken. Ich spiele auch sehr gerne Golf, also das habe ich auch immer, also in den letzten paar Jahren habe ich mehr und mehr Golf gespielt. Da sehe ich mich auch wenn ich jetzt vielleicht meine Fußballkarriere ende in 10 oder 15 Jahren, werde ich mir auch vielleicht mit Golf was anfangen, keine Ahnung. Aber ja, irgendwas mit Sport zu tun, also ich werde auch sehr gerne eine Physiotherapeut werden oder irgendwas, wo man ja, was mit Sport machen kann. Ja, wie gesagt, ich spiele auch sehr gerne Golf. Ich lese auch sehr gerne und wenn ich zu Hause bin, koche ich auch sehr gerne. Und das hilft, weil ich jetzt zurzeit in Deutschland alleine wohne, habe jetzt die letzten 4 Jahre alleine gewohnt und wenn man dann alleine wohnt, ist es also für mich eine Schwachsinn, weil man jeden Tag weg zum Essen geht. Also das ist auch wichtig, dass man für sich selber was machen kann. Ich bin eigentlich ich bin eigentlich eine gute Kunde für Skype. Fast jeden Tag wird man mit seiner Familie oder Kumpels oder was weiß ich skypen, auf jeden Fall. Ich war mit meinem Freundin vor 2 Jahren in Paris gewesen. Wir waren auch in Prag in Europa geblieben über das Weihnachtszeit und wir haben sehr schöne Zeit da gehabt in Paris und in Prag über das das neues Jahr. Das war, was ich jetzt als erste erinnern kann. Also ich bin auch ein Gamer, muss man sagen. Also ich spiele auch sehr gerne PlayStation. Das muss man auch, also von mir aus kann man das machen und das macht auch Spaß. Ne? Ich spiele, Call of Duty spiele ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf das neue Grand Theft Auto, der rauskommt. Habe ich jetzt eigentlich schon vorbestellt. Und ich spiele zurzeit Portal 2, heißt es. Das ist auch ganz cool. Alles, wirklich alles. Also ich mag das am meisten auf Shuffle, also auf also Random. Ne? Und man hört alles, ich habe viele, also Rock, Hip-Hop. Ich habe auch ein bisschen Jazz dabei, ein bisschen was ruhiger ist, ne? Wirklich alles. Ich schaue nicht so oft Live-Fernsehen. Normalerweise habe ich viele amerikanische Shows, Serien, was ich dann gucke. Ich gucke aber auch ab und zu viele Sport auch, also weil es halt in Deutschland betrifft. Aber so viel Fernsehen gucke ich auch nicht. Ich gucke auch Breaking Bad schaue ich, ob das hier bekannt ist, ist bekannt. Was noch, The Sopranos gucke ich gerne, Modern Family, was noch, Game of Thrones gucke ich auch gerne. Ich habe, als ich in Vancouver war, vor 3 Wochen, habe ich Pacific Rim angeschaut auf 3D. Und das habe ich mit meiner Freundin geschaut. Sie hat also verständlicherweise gesagt, wo gehen wir hin, was ist das für ein Film? Und als wir das dann geguckt haben, war sie auch überzeugt. Also das war auch Qualität, war cool. Social Media bin ich eigentlich gar nicht dabei. Ich bin eigentlich eher eine private Type. Also ich schreibe auch nicht immer, was ich dann am jeden Tag mache. Ne? Das ist eigentlich für mich was wichtig ist. Aber ich glaube, jeder, der jetzt in meinem Alter ist
häufig bei Internet. Ne? Man liest auch viel. Also ich jetzt, dass ich jetzt in Ausland wohne, ne, muss man sich auch, wie gesagt, was wir vorgesagt haben, mit Skype oder mit FaceTime oder wie man sich mit meiner Heimat kommunizieren kann, ne? Ist ja auch wichtig. Aber ich schaue auch, ich lese auch sehr gerne, ne? Also ich bin auch häufig dabei auf jeden Fall. Favorite Food. Lachs mit Reis und Brokkoli. Mache ich eigentlich vor jedem Heimspiel koche ich das immer. Das ist eigentlich, was wir jetzt vorhin gesagt haben, mit Ritual, das ist eigentlich mein Ritual, einen Tag vor dem Spiel koche ich das immer. Favorite Drink. Also wenn wir jetzt über Alkoholik reden, dann werde ich sagen, Vodka Soda mit Limette. Trinke ich gerne, aber wenn es nicht mit Alkohol zu tun hat, dann werde ich sagen, Eistee trinke ich gerne. Okay, Dankeschön.